So, Triggerwarnung für alle, die sich Motivation erhoffen, die motiviert werden wollen, die Inspiration wollen. Schaut euch diese Story gar nicht an. Okay? Denn meine Stories sind echt und ehrlich. Das sollte klar sein. Und diese Stories werden nicht gemacht, damit ich meine Hilflosigkeit herausschreie und andere mir Tipps geben oder andere mich bemitleiden. Diese Stories werden gemacht, um zu zeigen, wie sich das äußert, um selber darüber zu reflektieren, damit Leute, die sich davon nicht triggern lassen, die stark genug sind, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, reflektieren können. Ob es da Verhaltensweisen gibt, die bei ihnen ähnlich sind oder genauso sind, das hat einfach einen Input, okay? Also eigentlich brauche ich das gar nicht sagen, aber es gibt aber viel zu viele Menschen, die das nicht checken, dass ich euch beim Reflektieren mit einbeziehe, dass ich euch anspreche, nicht nur wenn ich Tipps gebe, sondern generell. Die sehen das halt einfach als Rechtfertigen. Ganz ehrlich, ist es nicht schon direkt eine Art Rechtfertigung, wenn man anfängt, über dieses Problem in der Öffentlichkeit zu reden? Dann kannst du es ja nur noch permanent als Rechtfertigung abstempeln. Für mich ist es das nicht. Für mich ist es das, wie gesagt, Leute zum Nachdenken anzuregen, zum Reflektieren, aus der Seele zu sprechen, zu zeigen, wie sich das äußert, mit euch zu reden, mich zu reflektieren. Und ich kann es einfach, dass ich es mit euch allen teile, dass ihr alle euer Senf dazugeben dürft. Ich kann's. So, für mich ist es das. Und ja, ich bin gehörig am Schwimmen. Richtig am Schwimmen. Aber sowas von am Schwimmen. So reflektiert, mir der Dinge so bewusst, dass dann mehr Nahrung dazu führt, dass man angefixt ist, mehr essen will, sich dann verurteilt und schlecht fühlt und aufgrund dessen mehr frisst. Das spüre ich mehr denn je. Und gefühlt ist es damals unbewusst passiert oder vielleicht auch nicht in diesem Ausmaß, weil ich mich damals nicht so schuldig gefühlt habe, weil ich mich damals nicht so damit belastet habe, weil ich einfach ein Meister der Verdrängung war und mir die Dinge sehr schön geredet habe, dass sie mich da nicht so belastet haben wie jetzt. Das kommt ja auch dazu. Die Reflexion hält es mir ja immer wieder vor Augen, was da passiert. Und wenn man einmal aus dieser Matrix dahingehend gestiegen ist, dann kann man nicht mehr zurück. Und das ist auch gut so. Ich will halt sagen, angefixt sein, zu sehen, was passiert und dennoch dieser Lethargie und diesen Depressionen da nachzugehen. Ich habe Mühe, meine Zähne zu putzen, mich zu duschen. Das schaffe ich gerade noch so, in dieser Lethargie. Das Einzige, was ich schaffe, ist rausgehen, einkaufen zu gehen. Und das verbinde ich dann mit Live-Gehen, meine einzigen sozialen Kontakte, wenn man das so nennen mag, wenn ich hier und da mal mit anderen Leuten live gehe, wenn das passiert oder wenn ich mit euch rede, verbinde ich das dann einfach damit, bevor ich einkaufen gehe, hier ein bisschen draußen Stories zu machen oder live zu gehen. Muss man halt schon einfach sagen. Ja, sich da dazu aufzuraffen, Zähne zu putzen, sich zu duschen und ich frage mich wofür, ist schon sehr bedenklich. Es holt mich ein, diese Lethargie. Und es wird zum Teufelskreis. Ihr müsst verstehen, ich habe hier lange mein Gewicht gehalten. Und ich merke jetzt mehr denn je, das hat mir keiner geschenkt. Ich habe mich ja schon seit Juli 2022 immer miserabeler psychisch gefühlt. Und es ging dann immer weiter bergab. Und seitdem habe ich es dann auch vernachlässigt, etwas an meiner mentalen Gesundheit zu verändern und daran zu arbeiten. Nicht mir Wissen anzueignen, das nicht auf mein Gewicht zu achten, das nicht. Darauf habe ich geachtet, sonst hätte ich schon längst wieder alles drauf. Das merke ich sogar jetzt mehr denn je, wo ich so am Schwimmen bin. Und das mit dem Alkohol, das sein zu lassen und immer wieder anzugehen, habe ich auch nicht vernachlässigt. Sonst würde ich jetzt nicht 8 Monate ohne Alkoholkonsum fast schon sein. Wieder. Man darf nicht vergessen, da gab es eine Zeit, wo ich 7 Monate nichts getrunken habe und dann einen Rückfall hatte und mich sofort wieder gefangen habe. Ja, ich habe mich nicht schleifen lassen, so wie jetzt. Ich bin nicht lethargisch geworden. Ich bin nicht in diesem Ausmaß lethargisch geworden, weil sonst hätte ich alles schon längst aus der Hand gegeben. Das fühle ich jetzt mehr denn je.
Und man muss halt einfach auch sagen, mit diesem schuldig fühlen, ich habe es ja geschafft, eine Zeit lang mich nicht dafür zu verurteilen, wenn ich gefuttert habe und mich wieder bremsen können, einkriegen können. Das ist ja so. Sonst hätte ich es ja nicht geschafft, so lange Zeit mein Gewicht so gut zu halten. Ne? Dass ich nicht immer weiter zunehme. Aber umso mehr ich dann angefangen habe, in dieser Verfassung zu essen, mehr zu essen und nicht wieder einen Cut zu setzen und das einzudämmen, umso mehr hat es mich dann weiter da in diese Abwärtsspirale runtergezogen und ich habe angefangen, mich schuldig dafür zu fühlen. Umso mehr Gewicht es wurde, umso weniger ich dagegen vorgegangen bin und es habe geschehen lassen. Und das war auch nochmal jetzt Gift für meine Verfassung. Daran merkt man, dass es sich immer rächen wird, wenn man sich psychisch nicht gut fühlt. Und wenn man ein Binge-Eater ist, sprich ein emotionaler Esser, der seine Gefühle mit dem Essen reguliert. Auf diese Art und Weise. Und wir reden nicht von diesem Stressesser oder in leichten Zügen Gefühle mit dem Essen regulieren. Das tut jeder. Wir reden von einer Exzessivität, krankhaften Art und Weise. Schutz und Trost zu suchen. Halt zu suchen. Essen ist der Halt schlechthin. Davon reden wir. Und und ich gehe auch nur einkaufen, nochmal da anzuknüpfen. Das ist das Einzige, was ich mache, auch nur um mir meine Fressalien zu holen. Sonst würde ich nicht mal rausgehen. Wenigstens bekomme ich ein bisschen Sonnenlicht und Tageslicht ab. Das hat dann auch was Gutes. Muss man schon so sagen. Ja. Ihr werdet den Wert dieser Sachen nie verstehen, die Leute. Die Leute, die das hier als jammern und als rechtfertigen und rumheulen ansehen. Ihr werdet nie wissen, wie viel Courage man dafür braucht, darüber zu reden, während es passiert. Anderen damit Mut zu machen, anderen den Spiegel vorzuhalten, einfach über diese Thematik aufzuklären. Ehrlich zu sich zu sein und auch noch zu euch, zu fremden Menschen. Ihr werdet das nie verstehen. Viele sind einfach nicht mal in der Lage, selber über ihre Gefühle zu reflektieren und ehrlich zu sich selbst zu sein. Wie viel Stärke man dafür braucht. Das werdet ihr nie verstehen. Für euch wird es immer nur jammern sein. Gut. Ja. Ich bin am Schwimmen, auf dem Weg zu den 150 Kilo. Unaufhaltsam. Immer lethargischer, immer depressiver. So reflektiert wie nie, so bewusst wie noch nie, so gut aufgestellt wie noch nie, dennoch passiert's. Seht, was einem reflektierten, bewussten, intelligenten Mann passieren kann. Und alles dafür der Grund, mentale Arbeit vernachlässigt zu haben. Ja. Gehörig am Schwimmen, am Schwimmen, am Schwimmen. Am Baden, am Schwimmen. Seht es, wie ihr es wollt. Ja. Road to 150 Kilo. Ich bin wirklich so davor, wieder zu saufen, aber irgendwas in mir sagt, mach es nicht. Denn dann ist das der richtige K.O. Ich bin so K.O. gegangen, zu Boden gegangen, richte mich wieder so auf und taumle. Ja, okay, aber wenn jetzt Alkohol dazu kommt, in so einer Phase, wo man sagt, die Waage zeigt 148, du bist lethargisch, du bist depressiv, jetzt kommst du darauf auch nicht mehr drauf an, jetzt hast du es da schleifen lassen, aber wenn das noch passiert, irgendwas hält mich noch ab, das ist Gift. Das ist... Kann mir jemand helfen? Kann mir jemand helfen? Ich bin so hilflos. Ich bin so hilflos. Weil das passiert. Weil mein Programm abläuft. Weil das unbewusst passiert, was immer passiert ist. Weil mein Körper mir doch damit nur helfen möchte. Weil er nicht mein Feind ist. Weil es unbewusst passiert. Und es sich gerade hilflos anfühlt. Ist es aber keine Hilflosigkeit. Nicht bei mir. Mein Wissen dahingehend, mein Bewusstsein, wird meine Rettung sein und das ist Macht. Lediglich die mentale Arbeit, die ich vernachlässigt habe, dass das unabdingbar ist, dass das passiert, was gerade passiert, ist der Grund, warum ich gerade da bin, wo ich bin. Und es ist okay. Es ist völlig okay. Kann mir jemand helfen, dass ich mich so lethargisch fühle, so schlecht gelaunt, so gereizt bin?
Jeder, der denkt, ich bin schwach, wird noch sehen, wie stark ich eigentlich bin. Und wie stark man sein muss, um darüber zu reden. Wie stark das ist, diesen Prozess so zu teilen. Und wie viel stärker ich immer mehr werde. Auch wenn es gerade ambivalent klingen mag für viele und widersprüchlich und sie das nicht sehen. Helft ihr mir? Ich brauche keine Hilfe. Ich habe dieses Gut, alles zu wissen. Ich brauche keine therapeutische Hilfe. Ich brauche keine Hilfe von niemandem. Ich werde das mit meinen eigenen Eiern schaffen. Trust the process! Verwechselt Ehrlichkeit, Reflexion und auch mal Schwäche zeigen. Nicht mit tatsächlicher Schwäche. In dem Moment verweilen. Vor allen Dingen nicht zu wissen, was man machen soll. Und sich auf die falschen Dinge zu fokussieren. Zu meinen, man hätte den Plan, wenn man anfängt, sich gut zu ernähren und Sport zu machen. Das ist Hilflosigkeit. Denn diese Menschen werden nie frei sein. Egal, wenn sie es schaffen sollten mit einer OP oder mit sich runterhungern oder halt Sport für eine Zeit ihr Gewicht zu halten oder abzunehmen. Wenn das überhaupt geschieht, auf Kosten dieser Suchtverlagerung, werden sie ihren mentalen Preis dafür früher oder später zahlen. Den ihr für hilflos gehalten habt, mich, ist überhaupt nicht hilflos. Glaubt mir. Das meint ihr nur zu denken, wegen der momentanen Situation. Aber das ist temporär. Ich werde heilen, ich werde es schaffen. Das hier ist kein Kampf. Das ist das Privileg, euch daran teilhaben lassen zu dürfen. Menschen erreichen zu dürfen. Wissen zu dürfen. Erkannt zu haben. Den richtigen Weg zu kennen. Ihn gehen zu dürfen. Diesen Prozess erleben zu dürfen, so wie er ist. Und genau das, was gerade passiert, soll und darf passieren. Das ist ein Privileg und ich bin dankbar. Und das ist meine Heilung. Das ist meine Heilung. Das ist pure Überzeugung und Stärke. Keine Resignation, keine Reaktanz. Ich schätze mich realistisch ein und vertraue mir immer mehr und bin davon überzeugt, dass ich das genau Richtige mache. Absolut davon überzeugt. Ohne Wenn und Aber. Und wäre das nicht der Fall, würde ich andere Dinge einleiten und machen. Denn ich reflektiere, denn ich mache mir Gedanken, denn ich nehme an und ich mache das für mich Richtige. Mit meinen eigenen Eiern. Trust the process.